Und dann legen wir mal los. Eine Sache, die immer wieder auf mich zukommt und die ich Ihnen ganz gern mal erklären möchte, ist, was funktioniert hier eigentlich wie? Und dazu habe ich mal etwas hier vorbereitet. Mal schauen, ob das so funktioniert. Und zwar war immer die Frage, wie geht eigentlich das mit dem Approbationsantrag. Also, Sie kommen aus einem Drittland. Wenn Sie aus der EU kommen, ist das alles etwas einfacher. Da brauchen Sie nur eine Fachsprachprüfung und können dann die Approbation bekommen. Wenn Sie aus einem Drittland kommen, geht es darum, dass die Gleichwertigkeit überprüft werden muss. Das passiert regelmäßig durch eine Prüfung Ihrer vorgelegten Unterlagen. Dazu komme ich gleich nochmal. Und dann gibt es die Möglichkeit, Sie können sich entscheiden, ob Sie ein Gutachten wollen durch einen sogenannten Privatgutachter, den die Behörde beauftragt, der dann wiederum ein Behördengutachter wird, oder ob Sie die Unterlagen an die zentrale Prüfstellung bei der GfG in Bonn schicken. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie. So, dann geht es relativ einfach. Die GfG bestätigt Ihnen, dass die Unterlagen gleichwertig sind. Oder der Gutachter bestätigt Ihnen, dass die Unterlagen gleichwertig sind, keine sogenannten wesentlichen Unterschiede vorliegen. Oder sie sind nicht gleichwertig. Und wenn sie nicht gleichwertig sind, dann haben wir ein leichtes Problem, weil die Behörde wird immer versuchen, sie in die Kenntnisprüfung zu schicken. Diese Kenntnisprüfung ist leider nicht so ganz einfach zu schaffen und auch sehr problematisch. Aber wenn Sie die Kenntnisprüfung bestanden haben, herzlichen Glückwunsch, bekommen Sie die Approbation. Wenn Sie gleichwertige Unterlagen haben, müssen Sie noch eine Fachsprachprüfung machen. Das ist der Teil hier. Und mit dieser Fachsprachprüfung können Sie dann die Approbation bekommen. Problematischer ist es generell, wenn Sie die Kenntnisprüfung nicht bestehen. Diese können Sie insgesamt dreimal ablegen. Dreimal, das heißt einmal, wenn Sie so wollen, als Hauptprüfung und anschließend zwei Wiederholungen. Ja, jetzt habe ich, ich sehe gerade, ich habe eins ganz vergessen. Wenn Sie die Kenntnisprüfung bestanden haben, ist meist in der Kenntnisprüfung auch enthalten, ob Sie sprachlich fit sind. Das heißt, es kann eine Fachsprachprüfung entfallen. Das ist nicht überall der Fall. Ich kenne auch Sachen, wo es also nicht so war. Da wurde dann die Fachsprachprüfung anschließend noch dazu gefordert, bevor man den Leuten die Approbation gegeben hat. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so ganz einfach und das gibt da unterschiedliche Ansichten. So, jetzt schalten wir mal hier eben um. Dann haben wir wieder die Uhr drin, damit Sie wissen, wann was wie läuft. Dann vielleicht noch mal der Hinweis. In der letzten Sendung hatte ich das Thema thematisiert in Kenntnisprüfung in Ulm. Da hat es dann Probleme gegeben, weil man hingegangen war und hatte den Teilnehmern eine Puppe gezeigt. Statt der Untersuchung und der Anamnese gab es dann eine Puppe und einen vorgefertigten Bericht. Zurzeit wird gerade geprüft, ob das so rechtens war, ob das überhaupt in dieser Form so sein kann. Ja, zum Thema gehört und gesehen, was gibt es Wesentliches Neues? Die Fachsprachprüfung und Kenntnisprüfung in Hessen sind scheinbar ist es eine etwas diffuse Lage, weil ich bekomme unterschiedliche Auskünfte. Die einen sagen, das Ganze findet schon wieder statt und die anderen sagen, das Ganze wird noch etwas dauern, bis sich dort etwas tut und man wird dann
die Leute benachrichtigen. Inzwischen gibt es auch Approbationsbehörden, von denen wir erfahren, dass die nächsten Kenntnisprüfungen erst wieder in einem Jahr stattfinden. Das ist natürlich ganz heftig und muss ich sagen, mein lieber Mann, hart für die Ärzte. Dann kommt immer wieder die Frage, das habe ich gefühlt 2 bis 3 Mal die Woche, ja, was ist denn, wenn ich das Bundesland wechsle? Tja, liebe Kollegen, gute Frage. Zunächst mal muss man sich darüber im Klaren sein, dass man dabei sehr viel Zeit verliert. Es gibt 2 Möglichkeiten. Sie können den Antrag, den kompletten Approbationsbeantrag in dem ersten Bundesland zurücknehmen. Dann entstehen ein paar Gebühren, das geht aber meist, und Sie haben den Antrag zurückgenommen. Dann müssen Sie in das neue Bundesland dort einen erneuten Approbationsantrag stellen und ich darf Ihnen sagen, das ganze Spiel beginnt von vorne. Sie müssen wieder sämtliche Unterlagen einreichen, wenn Sie dort eine Berufserlaubnis beantragen wollen. Müssen Sie angeben, ob Sie bereits eine Berufserlaubnis gehabt haben. Die werden dann angerechnet. Das heißt, bei einer maximal 2-jährigen Berufserlaubnis wird die Zeit abgezogen, die Sie schon gehabt haben. Der andere Weg ist, dass Sie in der neuen Behörde sagen, aha, ich stelle jetzt hier den Antrag und bitte fordern Sie doch die Unterlagen aus der ersten Behörde an. Auch das kann eine ganze Weile dauern. Gehen Sie nicht davon aus, dass das alles innerhalb von 3 bis 4 Tagen geregelt ist. Hinzu kommt, dass einige Behörden zurzeit immer noch im Homeoffice arbeiten, das heißt nicht mit voller Leistung. Hinzu kommt, dass Sie bei einigen Behörden zurzeit keinerlei Unterlagen persönlich abgeben können. Das heißt, es findet auch keine persönliche Besprechung statt, wobei ich immer sagen muss, es ist leider sowieso nicht sehr toll, wie Sie dann unterstützt werden. Es gibt einige Behörden, die sagen Ihnen, jawohl, passen Sie hier auf und das geht nicht. Aber es gibt auch andere Behörden, die verweisen auf die Webseite und sagen, da steht doch alles. Es ist immer dann bei den Behörden und in den Gesprächen taucht immer wieder das gleiche Problem auf. Die Behörden sagen Ihnen sehr schnell, lieber Doktor, lieber Zahnarzt, lieber Mediziner, das, was Sie vorlegen, reicht sowieso nicht aus. Wir kennen Vergleichsfälle, die Leute mussten alle in die Kenntnisprüfung. Also machen Sie doch gar nicht erst das Gleichwertigkeitsverfahren. Im Rahmen der Approbationsprüfung ist das Gleichwertigkeitsverfahren die Feststellung, ob Sie gleichwertige Unterlagen haben. Tja, und dann gehen viele Kollegen hin und sagen, ja, da hat die Behörde eigentlich recht. Dann gehe ich doch mal lieber gleich in die Kenntnisprüfung, weil der Termin dann vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr winkt, während es bei einem Gleichwertigkeitsprüfungsverfahren ja immer erst auf das Gutachten ankommt. Und das ist leider auch in vielen Fällen negativ. Und dann müssen die Leute in die Kenntnisprüfung. Tja, was soll man dazu sagen? Generell empfehle ich, die Gleichwertigkeit überprüfen zu lassen. Aus meiner Erfahrung als Sachverständiger, ich habe inzwischen über 100 Approbationen begleitet, beziehungsweise konnte Ärzte und Rechtsanwälte dabei unterstützen mit meiner Fachkenntnis, kann ich Ihnen sagen, man kämpft gegen eine Gutachterstelle in Bonn und dort kommen teilweise Gutachten raus. Das ist schon ganz schön heftig. Ich habe jetzt gerade wieder einen interessanten Fall in Zahnmedizin, wo ich manche Sachen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Gutachter, der von der GfG eingesetzt wurde, ein Zahnarzt aus Nürnberg machte das, der stellte fest, dass in Pharmazie
ja nicht nachgewiesen sei, dass der Arzt, auch der Zahnarzt, auch über die Medikamente unterrichtet worden sei, die normalerweise in der zahnärztlichen Behandlung gar nicht vorkommen, aber die doch Allgemeinmedizin betreffen, also Leute gegen Bluthochdruck oder ähnliche Geschichten. Und die müsste doch ein Zahnarzt unbedingt kennen. Und das sei in dem Studium und in den Details des Studiums nicht diskutiert worden. Und das muss ich gestehen, finde ich eigentlich unwahrscheinlich heftig, weil wie weit soll das noch gehen? Ich hatte vor einigen Monaten ein Gutachten, da ging es darum, dass der Arzt sehr detailliert sein Curriculum vorgelegt hatte. Und dann ging es um Chirurgie. Und dann wurde bemängelt, dass in dem Curriculum des Arztes, ich glaube, es war entweder ein Syrer oder ein Libanese, gab es keinen Hinweis, dass er Kenntnisse in der Herzoperation hatte. Da war ich baff. Natürlich hat er das alles gelernt und gelehrt bekommen, aber wahrscheinlich war er bei keiner Herzoperation dabei oder das war in seinem Curriculum nicht eingetragen. Ja, liebe Leute, das ist natürlich ganz, ganz heftig. Und die Frage ist doch einfach, wie weit gehen diese Curricula? Bis zu welcher Tiefe? Und ich muss leider sagen, die gehen immer tiefer. Es wird immer heftiger. Und ich bekomme natürlich auch die Rechtsprechung, wie sie in Deutschland durch die Verwaltungsgerichte erfolgt. Also auch da ist teilweise gewaltiger Aufklärungsbedarf notwendig, weil auch viele Verwaltungsrichter nicht unbedingt die neueste Rechtsprechung kennen. Das sind also so Sachen, wo ich sage, mein lieber Mann, ich könnte da jetzt sehr viel draus zitieren, aber das würde den Rahmen einer solchen Sendung sprengen. Es ist leider so, hier gibt es noch viel zu tun. Wenn Sie Fragen haben, und das ist mein Tipp an Sie, bevor Sie die Unterlagen einreichen, bevor Sie Zeugnisse einreichen, setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Ich mache gerne eine Beratung mit Ihnen. Eine telefonische Beratung ist immer kostenlos. Wenn es in Detailarbeit geht, entstehen überschaubare Gebühren, die ich gerne mit Ihnen bespreche. Nur ein Beispiel noch zum Schluss. Das Problem mit Zeugnissen ist, dass oft die Kollegen aus den Drittländern nicht verstehen, welche Anforderungen erforderlich sind. Ein Zeugnis muss immer quantitativ, das heißt sehr stark bezogen, was ist eigentlich gemacht worden, was hat der Arzt in seiner praktischen Zeit gemacht, quantitativ ist natürlich mengenmäßig, wie viel hat er gemacht? Wie viele Patienten hat er gemacht? Wie lange hat das Ganze gedauert? Und dann kommt der Begriff qualitativ. Qualitativ heißt, Sie sollten immer Inhalte angeben, was Sie gemacht haben. Rechte Herzklappe, linke Herzklappe, das und das und das. So, das war's für heute. Wir sind schon wieder durch. Das auch in Corona-Zeiten. Das Ganze entspannt sich ja deutlich. Wir sehen, dass in Nordrhein-Westfalen, wo es eine Fachsprachprüfung Leit geben sollte, die anscheinend niemals zum Tragen kam, sondern die Durchfallquoten sind leider wieder extrem. Auch an dieser Stelle Dank an alle Kollegen aus den Drittländern, die ihre Hilfe angeboten haben und die unsere Krankenhäuser tatkräftig in dieser schweren Zeit unterstützen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Empfehlen Sie mich weiter. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, machen Sie ein Like. Da freue ich mich sehr drüber. Das gleiche auch auf YouTube. Da freut man sich drüber als Schaffender. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.